Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich betreibe seit Aktienfinder.net den Aktienscanner für Wachstumswerte. Hier dreht es ums langfristige Investieren in Aktien und von steigenden Kursen und, falls Dividende ausgeschüttet wird, auch von Dividenden zu profitieren, die steigen. Das muss ich sagen, weil es geht jetzt hier um die Fangaktien und wir haben von den Fangaktien nur eine, nämlich Facebook, die Dividende ausschüttet. Tja, warum geht es um Fangaktien? Weil ich finde es jetzt ein interessanter Zeitpunkt, sich die Frage zu stellen, ob nach dem aktuellen Kursrückgang wir hier vielleicht sogar Schnäppchen haben, beziehungsweise ob es sich lohnt, momentan vom Chance-Risiko-Verhältnis sich die ein oder andere Fangaktie ins Depot zu legen. Für all jene Glücklichen, die noch über Cash-Reserven verfügen. Gucken wir uns hier mal den Nasdaq an. So sehen wir den Nasdaq 100, dass der ungefähr 18% abgegeben hat. Und das erklärt natürlich die schlechte Laune, weil diese 18% Kursverlust, die sind ungefähr in den letzten 2 Monaten, also in einem relativ kurzen Zeitfenster, erfolgt. Wir sehen aber auch, wenn wir hier mal, das ist Year to Date, wenn wir hier von Jahresanfang mal gucken, wie der Nasdaq sich entwickelt hat, dann sehen wir, dass der lediglich etwas über 3% abgegeben hat. Also auf der einen Seite halb so wild, wenn man langfristig investiert ist. Auf der anderen Seite, ja, es tut kurzfristig gesehen so richtig weh. Und weil jetzt eben die Aktien, beziehungsweise weil der komplette Markt so stark auch gefallen ist, jetzt eben die Frage, haben wir hier möglicherweise vom Chance-Risiko-Verhältnis die ein oder andere interessante Aktie für unser Depot. Zunächst aber ein kurzer Disclaimer. Wer es noch nicht mitbekommen hat, auch nicht anhand dieses Charts hier, mit Aktien kann man auch Geld verlieren, insbesondere kurzfristig. Das heißt, bevor man sich eine Aktie ins Depot holt, gut überlegen, dass man das Geld nicht braucht. Und mich bitte nicht haftbar machen. Ich habe keine Glaskugel und auch wenn ich nach bestem Wissen und Gewissen hier alles von mir gebe, schleichen sich doch auch immer die ein oder anderen Fehler ein. Dann gehen wir doch zuerst mal hier in den Aktienfinder. Das ist die englische Variante des Ganzen. Und zwar, also warum die englische Variante? Weil wir hier die Aktien bzw. die Werte in US-Dollar haben. Finde ich ganz interessant nochmal fürs Big Picture. Ich habe hier alle Fangaktien mal gelistet, die werden wir uns kurz angucken und dann hier nach Marktkapitalisierung absteigend sortiert. Wir erinnern uns vor kurzem noch, was war da in den Medien, das Rennen um die 1 Billion Marktkapitalisierung, um die 1 Billion US-Dollar Marktkapitalisierung. Erinnere ich mich richtig, dann hat Apple das Rennen gemacht, hat immer noch die höchste Marktkapitalisierung. Ja, aber mittlerweile sind wir weit weg von den 1 Billion. Es sind unter 750 Milliarden US-Dollar. Immer noch eine stolze Summe, vor allem im Portemonnaie, aber doch weit weg von der 1 Billion. Und dann gehen wir hier mal in den deutschen Aktienfinder rein. Hier ist im Prinzip das Gleiche, gleiche Kennzahlen und so weiter, nur eben basierend auf Euro. Und was hier auch interessant ist, nochmal für das Big Picture, wir sehen hier die Kursgewinne bzw. Verluste auf die letzten Wochen bis Jahre. Wir sehen hier, dass wir auf 6-Monats-Sicht ausschließlich Verlierer haben. Wir haben hier die stärksten, der stärkste Verlierer wäre hier Netflix, gefolgt von Facebook, die dann hier auf 6-Monats-Sicht ein Drittel abgegeben haben. Und auch die anderen Aktien haben so zwischen 13% und 16% abgegeben. Auf 1-Jahres-Sicht, da gibt es schon unterschiedliche Entwicklungen. Und je weiter wir zurückgehen, umso mehr verstehen wir, woher dieser Mythos-Fang kommt, nämlich auf 10-Jahres-Sicht sehen wir hier exorbitante Kurssteigerungen. Wer hätte nicht gerne eine Aktie mit 6.500% Kursgewinn? Hier sind sogar, oh je, 11.000%, man mag es kaum aussprechen bei Apple, Kursgewinn. Wir sehen aber auch, dass sich das Ganze hier in den letzten 5 Jahren noch deutlich abgeflacht hat. Wir haben sogar zwei Fangaktien, die hatte man jetzt 5 Jahre halten können und die haben nicht ganz 100% gebracht. Ebenfalls Apple und dann Alphabet, sprich Google für uns internetavisierte Benutzer. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt hier deutliche Rückgänge zu verzeichnen. Also stellen wir uns jetzt mal die Frage, indem wir die Aktien nach und nach angucken, ob wir hier Schnäppchen haben, beziehungsweise Aktien haben, wo es ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis gibt. Jetzt habe ich hier schon Facebook auf dem Schirm und bei Facebook haben wir ja hier immerhin schon mal Gewinne. Also was wir immer anschauen werden, das ist hier das hier, das heißt die Gewinn, die Entwicklung von operativen Cashflows und Gewinn.
Was mich übrigens immer freut, ist, wenn das so hier im Gleichschritt marschiert, der bilanzierte Gewinn, der operative Cashflow. Da können wir jetzt auch mal hier dann die ganze Geschichte einblenden bezüglich der Bewertung. Also das heißt, der Bewertung bezüglich KGV bzw. KCV. Das heißt, da wäre dann basierend auf nicht auf dem Gewinn, sondern auf dem operativen Cashflow. Und wenn wir das machen, Facebook hat zum 31.12. Jahresende, das ist ja schon bald erreicht. Das heißt, ich denke, wir nehmen auch den 31.12., auch wenn hier noch ein Quartal quasi Prognose ist. Und da sehen wir doch dann hier relativ starke Unterbewertungen, wenn wir das Einjahres-KGV bzw. CV vergleichen mit dem historischen Wert, 10-Jahres-Durchschnittswert. Und wir haben jetzt zum Beispiel basierend auf dem Gewinn ein KGV momentan von 18. Hätten wir, in dem steht eben ein historisches Mittel gegenüber von über 40 und beim Cashflow wären es dann 14,5 gegenüber 21,5. Das übersetzt sich dann natürlich in massive Unterbewertung, rechnerische massive Unterbewertung, wobei der faire Wert des KGVs so exorbitant hoch ist, dass man den anzweifeln kann, und zwar völlig zu Recht. Nämlich, wenn wir hier mal den Zoom abstellen, da sehen wir, dass hier die ersten Jahre kaum Gewinn gemacht worden ist. Facebook ja aber trotzdem schon relativ hoch bewertet war als Wachstumsunternehmen, was dann zu exorbitanten KGVs ge geführt hat, ähnlich wie bei Amazon. Also mit KGVs hier von ja, über 2.500 ist natürlich schon relativ hoch. Und dann immer noch 60, 62, 70 ungefähr. Der hier wird rausgenommen als Outlier, aber alleine durch diese KGVs haben wir schon exorbitant hohe KGVs, die dann hier in den Durchschnitt reinkommen. Man sieht dann hier einen Durchschnitt von 10-Jahres-Durchschnitt von 40. Und das ist natürlich zu hoch. Das heißt, man kann den fairen Wert berechnet auf dem Gewinn nicht vertrauen. Das heißt, wir müssten dann hier mit dem operativen Cashflow vorlieb nehmen. Und wenn wir das tun, da sehen wir dann eben entsprechend eine Unterbewertung tatsächlich. Das heißt, Facebook war schon bewertet mit 217, 18 US-Dollar. Und der faire Wert, der wäre dann bei knapp 200 US-Dollar. Und dem steht ein aktueller Kurs gegenüber von 133 US-Dollar. Und wie bei jeder Aktie, bei Fangaktien vielleicht sogar noch ein bisschen Ticken mehr, kommt es ja darauf an, ob man an die Aktie auch glaubt oder nicht. Facebook habe ich ja analysiert, die Aktie, und die stehen, haben einige Herausforderungen zu meistern. Die größte Herausforderung ist meines Erachtens weder die Datensicherheit noch diese Fake News, sondern eine neue Cash Cow zu finden. Das heißt, momentan ist die Cash Cow der News Feed in der Facebook-Applikation bzw. Webseite selbst. Und da muss jetzt halt dann nochmal was kommen. Bevorzugt über WhatsApp oder Instagram, eine dieser Apps, die noch kaum kommerzialisiert sind. Und da muss man halt dran glauben, dass Facebook das gelingt. Und wenn man daran glaubt, dann wäre jetzt der Kurs wohl relativ günstig, um einzusteigen oder möglicherweise, sagen wir es mal so. Gucken wir uns jetzt mal Alphabet an. Alphabet hier sieht man ja eine ganz tolle Gewinnentwicklung, also auch sehr viel stetiger, als es jetzt bei Facebook der Fall ist. Also schon ein etablierter Spieler quasi. Und entsprechend kann man hier auch sowohl den operativen Cashflow als auch den Gewinn nehmen, um einen Eindruck zu bekommen bezüglich der aktuellen Bewertung. Auch hier nehmen wir mal den 31.12.2018 als Bewertungsgrundlage und da sehen wir eben, dass historische Bewertung und aktuelle Bewertung relativ nah beieinander liegen hier mit den KGVs und KCVs. Beim KCV nur eine leichte Überbewertung. Das heißt also hier, dass wir faire Werte haben. Das heißt, wir haben einen Kurs von ungefähr 1000 Dollar und wir haben dann faire Werte, die leicht drunter sind beim operativen Cashflow, bis ziemlich genau da landen, wo momentan Google liegt, vom Kurs her bei ebenfalls 1000 US-Dollar. Google bzw. Alphabet ist halt eine Company, die ist der Werbung ausgesetzt und hat quasi nur dieses eine Segment und dann muss es halt entsprechend laufen. Das muss man eben auch wissen und auch da muss man dran glauben. Und falls es dann so kommt, wie wir uns es erhoffen, dann steigt entsprechend dann auch der faire Wert der Aktie weiter an und wird dann in 2020 ungefähr das Niveau erreicht haben, was er bereits hatte mit ungefähr 1270 US-Dollar. Also auch hier ist die Aktie runtergekommen
Und da, wo sie momentan ist, ist auch der faire Wert. Dann schauen wir mal Apple an. Apple bezeichne ich immer als Make-or-Break-Company. Die haben zwar den wachsenden Servicebereich und dieses sogenannte Ökosystem über App Store und andere Dinge, aber immerhin noch oder aber immer noch über 2/3 des Umsatzes werden halt mit dem iPhone gemacht. Das heißt, wenn der iPhone-Abverkauf schwächelt, dann wird auch die Apple-Aktie schwächeln. Apple ist die einzige Aktie, die einzige Fang-Aktie, die bereits Dividenden ausschüttet. Und gucken wir uns auch hier mal ein bisschen die Bewertung an. Bezüglich Dividende sehen wir hier übrigens, dass die Dividende auf dem 12-Monats-Hoch ist. Die ist dem Kursrückgang zu verdanken. Und gehen wir nochmal ein bisschen näher hier rein. Dann sehen wir hier nehmen wir übrigens Stand heute, weil Apple Geschäftsjahresende hat zum 30.09. ist noch relativ weit weg, nehmen wir hier Stand heute. Und da sehen wir, dass wir doch auch relativ nah schon an der Fernbewertung sind, beziehungsweise an der historischen Bewertung. Und wenn wir jetzt hier mal gucken, dann sehen wir das in US-Dollar ausgedrückt. Was zuerst natürlich auffällt, ist, wie stark die Aktie zurückgekommen ist. Von 232 US-Dollar ist sie jetzt gefallen auf 157 US-Dollar und der faire Wert ist zwischen 150 und 159 US-Dollar. Das heißt, jetzt ist die Aktie quasi da angekommen, wo sie fair bewertet scheint. Wir können jetzt auch die Dividende mitnehmen, weil Dividende ja ausgeschüttet wird zur Berechnung des fairen Werts. Hier landen wir dann bei 164 US-Dollar, also auch hier relativ nah am aktuellen Kurs. Sollte der iPhone-Verkauf nicht enttäuschen und die Prognosen sich bewahrheiten, dann werden wir dann natürlich dann entsprechend auch in die Unterbewertung reinlaufen, wobei sich der operative Cashflow etwas weniger stark entwickeln soll als der bilanzierte Gewinn, beziehungsweise dann auch hier die Dividende. Nichtsdestotrotz hätten wir dann hier einen fairen Wert irgendwo bei 200 US-Dollar im übernächsten Geschäftsjahr, überübernächsten Geschäftsjahr sogar und immer noch deutlich hier unter den 232 US-Dollar, die wir hier bereits gesehen haben. Also wir sehen, wie stark die Aktien doch schon überbewertet gewesen sind. Und das ist eigentlich auch fundamental kein Wunder ist, dass die Aktien auch zurückgekommen sind. Gucken wir uns mal an, wie es bei Amazon aussieht. Amazon kann man ja nicht bewerten anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses, weil hier der Gewinn lange Zeit am Boden lag, weil es keine Absicht gewesen ist oder kein Unternehmensziel gewesen ist, den Gewinn zu erhöhen, sondern es wurden ja neue Geschäftsfelder erschlossen. Deshalb machen wir dann hier mal, kommt gleich den Gewinn weg. Haben wir halt noch den operativen Cashflow, den können wir nehmen. Und wenn wir uns den anschauen, da sehen wir, dass wir im historischen Mittel, auch hier gehen wir zum 31.12.2018 als Bewertungsgrundlage, im historischen Mittel immer noch überbewertet sind, beziehungsweise eine hohe Bewertung haben. Wir haben ein KCV von 25 und dem steht ein historisches KCV von 23 gegenüber. Gucken wir mal, wie sich das in den fairen Wert übersetzt hier. Da haben wir also Amazon, was von 2040 US-Dollar runtergekommen ist auf aktuell 1460 US-Dollar. Dem steht ein fairer Wert gegenüber von 1330 US-Dollar. Also schon deutliche Annäherung an den fairen Wert, aber immer noch kein Schnäppchen. Auf der anderen Seite, bei Aktien, die so ein intaktes Wachstum haben wie bei Amazon, muss man sich halt immer die Frage stellen, wie günstig kriege ich die denn überhaupt? Denn schon dann hier im nächsten bzw. übernächsten abgelaufenen Geschäftsjahr sehen wir dann hier, dass wir theoretisch schon eine Unterbewertung hätten, wenn sich die Prognosen erfüllen. Und wer Amazon dann einfach nur lang genug hält, der käme dann hier auf einen fairen Wert von tatsächlich 2000 US-Dollar zum Ende 2020. Und das wäre dann ungefähr da, wo wir bereits gewesen sind. Auch hier sehen wir eben, wie ambitioniert quasi die Bewertung schon gewesen ist. Zu guter Letzt Netflix. Bei Netflix, die tanzen so ein bisschen aus der Reihe. Das sieht man dann auch anhand der Tilgung. Also die haben überhaupt keine positive Tilgungskraft. Das heißt, die können ihre Schulden überhaupt nicht tilgen. Alle anderen Fangaktien, das sind Gelddruckmaschinen. Und die haben überhaupt kein Problem, mit ihre Schulden zu tilgen. Facebook bräuchte nicht mal ein Jahr, ein Dreivierteljahr, um seine Schulden zu tilgen. Wenn wir uns hingegen hier mal Netflix anschauen, dann sehen wir, dass wir hier massive Verschuldung haben, die immer weiter steigt. Wir haben hier in 2011 zum Beispiel
2,5 Milliarden Schulden und dann sehen wir hier über 3 Milliarden, 4 Milliarden, 5 Milliarden, 8 Milliarden, 11 Milliarden, über 15 Milliarden aktuell, aber über 18 Milliarden Schulden. Das heißt, das ist halt die Frage, dreht sich das irgendwann mal auch wieder? Und wir sehen hier, was die Tilgungskraft angeht, dass sie negativ ist. Das heißt, der Free Cashflow ist negativ. Das sehen wir ja auch hier schön. Und das Ganze, obwohl bilanzierter Gewinn ausgewiesen wird. Diese Differenz erklärt sich dadurch, hatte ich ja schon mal, glaube ich, in dem Video erläutert, dass wenn Serien gekauft werden oder Filme, dass sie sofort bezahlt werden müssen. Das heißt, sie schlagen voll auf den Cashflow durch. Aber sie werden aktiviert, also sie werden in die Bilanz reingeschrieben, die tauchen dann hier quasi auf in diesem hellgrauen Bereich und werden dann über die Laufzeit oder die Sendezeit mehrere Jahre im Regelfall wohl abgeschrieben. Und deshalb wird in der Realität Geld verbrannt, aber ein Gewinn ausgewiesen, bilanzierter Gewinn. Das heißt also, wir können hier keinen operativen Cashflow anlegen als Bewertungsmaßstab, weil er ist ja negativ, da kann man kein KCV bilden. Das heißt, das können wir wegklicken. Was übrig bleibt, ist dann quasi noch der bilanzierte Gewinn. Aber auch der ist ja jetzt nicht gerade stetig. Hier ist er gefallen einige Jahre lang, so dass es auch sehr schwer zu bewerten ist. Netflix und wir können es mal trotzdem machen. Der Vollständigkeit halber gehen wir halt auch auf den 31.12.2018 und gucken hier nochmal. Und da wäre dann hier Netflix leicht unterbewertet sogar. Also der faire Wert wäre bei 290 US-Dollar, der Kurs bei 260 US-Dollar und der Kurs lag aber schon bei 418 US-Dollar und alleine hier schon die riesige Spanne von der Kursentwicklung, die Volatilität, die zeigt schon, dass hier viel Ängste und Hoffnungen eine Rolle spielen bei Netflix. Bevor man also in Netflix investiert, sollte man sich das gut überlegen und wirklich an das Unternehmen glauben. Und dann eben auch mit einer entsprechenden Volatilität leben können, die stärker ist als bei den anderen Fangaktien. Gucken wir uns mal jetzt noch kurz Facebook an. Als Vergleich hier, was das für eine Cash-Cow ist im Gegensatz zu Netflix. Das sehen wir dann hier, wenn wir da mal reinzoomen, dass die Schulden kaum gestiegen sind, oder dass die Schulden insgesamt, auch mal die Tilgungskraft weg, die Schulden liegen im momentan von Facebook bei 12 Milliarden US-Dollar. Klingt erstmal viel. Wenn wir aber schon sehen hier, das ins Verhältnis setzen zu den gesamten Aktiva, die das Unternehmen hat, können wir auch gerne noch den Goodwill rausrechnen. Dann ist es immer noch niedrig. Und dann gucken wir uns mal die Tilgungskraft an und die ist höher als die kompletten Schulden. Ja? Also die haben quasi aus dem Free Cashflow, also nach Investitionen, 17,5 Milliarden über. Und denen stehen Schulden gegenüber von etwas über 12 Milliarden. Das heißt, in nur ungefähr einem Dreivierteljahr hätten die alle Schulden los, wenn sie es denn wollten. Und da ist dann natürlich auch der Ruf nachzuvollziehen von Aktionären, die sagen, Facebook soll doch bitte mal mehr Aktien zurückkaufen oder wenigstens Dividende ausschütten oder am besten gleich beides tun. So, das war der kleine Überblick zu den Fangaktien. Ich hoffe, es hat ein bisschen Orientierung gebracht, wo wir aktuell stehen. Wenn der ein oder andere Zuschauer eine Fangaktie tatsächlich kauft, dann wünsche ich viel Erfolg dabei. Hoffe, das Video hat gefallen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.